Wir sind heute hier in Leoben im Rahmen eines Pressegesprächs, um die Kandidaten für den Wahlkreis hier in Obersteiermark vorzustellen. Ein wichtiger Wahlkreis für uns Freiheitliche. Wir haben ja gute Persönlichkeiten mit Hannes Amesbauer und Markus Driller, bewährte Kräfte, aber es freut mich auch, dass wir die eine oder andere neue auch Person hier vorstellen durften, so wie Nicole Sunic als Beispiel aus Leoben oder Eva Kreuzmeier-Beyer aus Schlapping. Also eine gute Mannschaft, die bei dem richtigen Inhalt so hoffentlich auch hier in Obersteiermark erfolgreich sein wird. Als Spitzenkandidat für die Landtagswahl in der Obersteiermark bin ich natürlich ganz besonders motiviert, da jetzt in den Wahlkampf abzutreten. Wir haben ja vor, eine Nationalratswahl zu schlagen und dann im Anschluss die Landtagswahl. Für uns in der Obersteiermark ist das Thema Gesundheit ganz, ganz von großer Bedeutung. In Enster wollen sie insgesamt 3 Krankenhäuser schließen und ein neues Krankenhaus errichten. Wir Freiheitlichen haben uns seit Jahren dagegen ausgesprochen. Wir fordern, dass das Krankenhaus Rottenmann ausgebaut wird zum Leitspital und die anderen beiden Standorte in Bad Ossee und in Schladming dementsprechend spezialisiert. Wir brauchen eine ordentliche Gesundheitsversorgung in der Steiermark, die patientenfreundlich ist und wo die Menschen wieder gerne auch die Ambulanzen besuchen. Der Ausbau der Niedergelassenen ist ebenfalls ein riesengroßes Thema, das wir angehen können. Und das werden wir nur schaffen, wenn die Freiheitlichen Verantwortung in der Steiermark übernehmen können. Als Wahlkreisspitzenkandidat der Freiheitlichen Partei Steiermark für die Obersteiermark ist mir natürlich besonders das Asylthema wichtig. Das betrifft ganz Österreich und es ist auch ein immanentes Sicherheitsrisiko hier in der Obersteiermark, Stichwort Asylgroßquartiere, ob das in Spital am Semmering ist, ob das in Klümperg ist, ob das andere Ortschaften sind, ob das die Islamisierung ist, die damit verbunden ist, Stichwort Bombendrohung dieser Terrorgruppis in Bruck an der Mur gegen eine Schule. Und das sind alles die Symptome, die wir hier spüren, das sind die Auswirkungen. Ich will aber die Ursache an der Wurzel packen und die Ursache ist die illegale Massenzuwanderung, vor allem aus islamischen Ländern. Und da werden wir gemeinsam mit einem Volkskanzler Herbert Kickl an der Spitze für eine Trendwende sorgen.